Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS19 Hofbergmann. Jetzt mittlerweile ja angekommen auf der 1006 heute zusammen mit dem Bosse, dem Andi und jetzt ganz neu mit dabei der Franz. Guten Tag. Moin. 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 Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da unten ist er. Bremsen. Stui, 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 stui. Ui. Was, ui? Ach, da war der Pfosten von der Halle im Weg. Da ist der Franz. Guten Tag. Hallo, hallo. Oh, die Hallenpfosten, ey, also wirklich. Die biegen wir wieder zurück. Seil, Rohr und Gas. Also, Andi, ich habe jetzt den Kartoffelroder gekauft, ne? Ja. Aber nicht in rosa. Ui. Nein, nicht in rosa, auch nicht in lila. In gelb. In postgelb. So gelb wie dein Verdeck. Das so dreckig wie das ist, ist das jetzt naja, kein gutes Ding. So wie es original ist. So, jetzt will ich hier eine Runde fahren. Meter hat der, oder? Also ich muss ja jetzt wieder, das ist ja jetzt wieder YouTube, jetzt muss ich ja das Radio wieder ausmachen, sonst gibt's ja wieder Beschwerden. Nix. Ui, über Rechtsverletzung und so. Automatische Breite. Dönsens. So wie ihr seht, wir sind wieder voll im Schweinefutter-Rausch angekommen hier. Fehlt uns nur noch wieder das Mehl. Da haben wir ja nun schon einen LKW. Huch, so hoch wollte ich nicht fahren. Die erste Bucht ist gleich voll. Mhm. So, wer den Stream nicht mitverfolgt hat, was ja auch kein, auch nicht böse ist oder nicht schlimm ist. Wir sind ja auf der 1006 angekommen. Mittlerweile, nachdem wir da ein bisschen rumprobiert haben und eigentlich versucht haben, unseren Spielstand mitzunehmen und uns das dann aber doch zu viel Aufwand war. Die ganze Vehicle XML da, die 5 Millionen Fahrzeuge, die wir hatten, einzeln zu übertragen und die IDs anzupassen. Haben wir bei Null angefangen, haben uns ein bisschen Geld dazu getan, haben alles gekauft, was wir vorher hatten, alle Felder gekauft, die Palettieranlage etc. pp. Die Kühe. Und haben dann den Geldbetrag wieder auf ein normales Maß runtergeschraubt, das was wir vorher auch hatten. Und sind jetzt wieder voll im Geschäft hier. Ja, nee, du hast ja noch ein bisschen Luft. So viel Zeit haben wir noch. So viel Abfahrer brauchst du, glaube ich, gar nicht, ne? Hm? So viel Abfahrer. Nö, ich kann mich auch sonst in der Zwischenzeit wieder um Schweinefutter kümmern, wenn du das möchtest. Brauchen wir glaube ich nichts herstellen. Wieso? Mit einem Wagen voll Ding. Ja, das dauert ja auch mal eine Zeit. Ich muss ja 5 Millionen mal hin und her fahren da. Ja, dann kuppelst du den Anhänger hier noch hinter gleich, der hier steht. Und den? Muss ich hier jedes Mal abkuppeln zum Auskippen. Ah ja, stimmt. Da waren sie ja wieder, unsere drei Probleme. Deswegen bin ich ja solo hierher gefahren. Ich bringe jetzt, glaube ich, gleich mal die Pellets weg. War es auch schon wieder soweit? Mhm. Da ist der LKW auch voll. Ja, ich muss doch gar nicht hierher. Hast dich wieder mal verfahren? Fast.
So mit. Ach, ist das schön. Mit Schüttgut hinten auf dem Anhänger oder auf der Ladefläche fährt sich das eigentlich ganz gut hier mit dem LKW. Aber Paletten darfst du nicht aufladen. Ich weiß gar nicht, wie ich ohne den GPS-Mod bis jetzt ausgehe. Das weiß ich auch nicht. Ein Nachteil finde ich es ja, ne? Was? Wenn du auf die Hackschnitzelproduktion drückst, landest du irgendwie automatisch in diesem Schnitzelteil drin. Ja, das ist doof. Du musst den Kran auswählen quasi. Ja, Produktion für Pellets ist eingestellt. Keine Pellets mehr. Keine Pellets mehr? Nee, alles ist leer. So, aber hätte ich ein hier, LKW voll. Jetzt hätte ich hier wahrscheinlich sinnloserweise hinten die komplette Klappe verbogen vom LKW, aber wir müssen hier ein bisschen mit dem Platz haushalten. Wo gibt's denn am meisten Geld? Hm? Wo gibt's denn jetzt am meisten Geld für Pellets? Weiß ich nicht, musst du gucken. Landhandel. Muss ich du machen gucken mit die Auge. Das erste sind die Strohpellets, ne? Ach so. Weil das Ding ist vertauscht. In der Preisanzeige. Meinst du nicht, dass Andi das richtig gemacht hat? Das liegt ja nicht bei Andi. Das liegt ja am Strohbergungsaddon. Dann musst du Raiffeisen fahren. Du bist so weit weg. Gut, ab zu Raiffeisen. War nicht so einfach hier. Das komischen Geisterpaletten, die finde ich gruselig. Dumm, diddl, dumm. Diddl, dumm, dumm, dumm. So viel Kartoffeln hier hinten, ey. Was, Kartoffeln? Kartoffeln sind hier hinten. Ist doch gut, brauchen wir erstmal keine mehr machen. Oh, eine Bucht ist schon voll, ne? Hm. Entweder ist allgemein dieser LKW einfach zu schwer. Welcher? Der Actros. Ja gut, das ist dieser Actros, mein Gott. Ey, aber seien wir doch mal ehrlich, im realen Leben fährst du mit dem Ding auch nicht 0 auf 100 in 3 Sekunden. Das tut sich aber ganz schön schwer am Anfang. So. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich schaffe dieses nicht mehr mit dem Tank. Das ist durchaus möglich, weil kalt geht irgendwie ein ganzer Batzen drauf. Oh ja. Schade, dass es noch nicht so eine Kalkproduktion gibt. Gibt's bestimmt. Auf anderen Maps mit Sicherheit. Feld abgeerntet? Ne. Nein. Wollte gerade sagen, sah also, so aus. So schnell schießen die Preußen auch nicht. Sah erst so aus. Aber fast. Na gut, auf dem anderen Feld wird wohl nicht so viel Ertrag nehmen. Warte mal kurz stehen. Ui. So, weiter geht's. Er sieht heute Kilometer, der LKW. Ich finde es lustig, dass man mehr wie 15 Paletten mitkriegt. Trick 17. Trick 17 mit Selbstüberlistung? Mhm.
Ah, Nonstick, Nonstick. Mehr gibt's nicht für die Paletten. Was? Hier muss man die auch so hochheben. Mhm. Ja, das ist nur da beim Landhandel, glaube ich. Ach, jetzt hat er sich schon wieder erhängt hier, Mann, ey. Hallo. Oh, du hängst jetzt nicht wahrhaft an dieser 3 cm hohen Kartoffel hier fest, oder? Doch. Mensch, siehst du, haben wir doch die Millionen fast wieder voll. Okay, wir haben sie voll. Ich bin noch nicht fertig. Trotz roper Rüben, Bruder. Eine Palette habe ich noch. Na gut, füllen wir trotzdem auf. Hat noch gereicht, ja? Nee. Ich hab nur noch 8%, da komme ich nicht. Nee, fahr erstmal weiter. Hans. Das reicht noch nicht, der ist noch nicht voll. Siehste, haben wir die Million wieder. Ach so, oder so, genau, fressen so. Ui! Ui? Eigentlich kann ich ja mal eine ganze Fuhre LKW Saatgutdinger mal mitbringen, oder? Wenn ich schon gerade hier bin beim Händler. Na, wie viel Saatgut willst du machen? Ups. Ja, erstmal, dass wir was haben. Ja, aber nicht gleich 5 Millionen Liter. Doch. Da gehen bloß 100.000 rein, mein Freund. Ja, nach und nach herstellen. Kauf mal 5 Paletten. So, das machen wir wieder. Ah, Scheiße, ich hab's gedacht, ich schaff's. Dass wir unter die Millionen kommen. Ach, Gott sei Dank. Joi. Hm? Kommt da gefahren wie eine gesenkte Sau. Einiger Kartoffeltransport hier. Wir haben keine Zeit. Ja, Moment, ich mache gerade Feldbestellung. Also. Das geht ja noch höher. Okay, so, noch höher geht nicht. Ich habe jetzt mal 8 Palettendinger mitgebracht. 9. So. 8 gehen nur rauf, aber. Du bist ja ein Schummler. Ja, die eine die kannst du einfach oben rüber packen, dann fällt die zwischen die anderen. Und dann, wenn die Spanngurte festmachst, bleibt die da. Der Bosse schummelt ja. Ja. Das oh, hast du ja sagen. Gleich geschafft hier. Kann man gleich einen tiefen Haken ansetzen. Ja. Willst du nicht erst Dünger streuen? Kannst du machen. Und gleich. Eben den LKW hinfahren. Warte. Maus. Taste.
Oh, scheiß Gartenzaun. Der war schon vorher da. Ja. So, machst du auf Feld 19 gleich weiter? Weißt du mich? Ja. Alles klar. Ich versuche hinzufinden. ganz einfach hier links rum und dann nach unserem Getreidelager geht rechts eine Straße rein. Da fährst du hoch und dann bist du schon fast bei Feld 19. Und dann musst du mal gucken, wo du anfängst. Wir haben das selber noch nicht. Wir haben das ja selber erst im letzten Stream gekauft. Das Feld. Reicht das erstmal? Ja, das reicht. Also mir reicht schon lange. Mir hat es heute früh schon gereicht, als der Wecker geklingelt hat. Warum hat er denn geklingelt? Hat er ja nicht. Weil das sage ich immer so, mein Gott. Muss man hier alles... Ja. Ist ja schlimm. Ach no. Haben wir noch einen Truck da über? Kannst die Reifen von der Liftachse wechseln hier. So, soll ich da jetzt wirklich wieder Gras drauf klatschen? Ja, bitte. Ja, dann bringen wir mal den Düngerstreuer zurück, den Kalkstreuer, und schnappen uns die Sämaschine. Hattest du vorm Kalken gedüngt? Oder nee, vorm... aber ist Gras eingegrubbert. Achso. Deswegen schaut's so aus. Achso. Kann der Tiefenhaken auch gleich hin? Der Tiefenhaken grubbert gleich mit. Nee, der muss jetzt gleich auf Feld 4. Ja. Das streue ich jetzt noch eben Dünger. Das Rote ist die Sämaschine, ja. Ja. Wenn du jetzt noch Saatgut brauchst, da hinten ist so ein Multisilo neben diesen anderen, wo du sonst immer Saatgut kaufen konntest. Da ist jetzt Saatgut drin. Ich habe jetzt erstmal Dünger und Saatgut entladen. Warum machst du denn sowas? Weiß ich auch nicht. Warte mal, ich fahre ein Stück vor, oder stellt sich an der Seite, oder? Hinter die Pappeln da. Ja, ich weiß, das sind Kiefern. Du bist auf die falsche Taste gekommen. Gras. Ja, ich brauche Dünger und Saatgut. Dünger am bekannten Silo und Saatgut an dem jetzt daneben. Ich wollte gerade noch sagen, an dem daneben. Was ist denn das Silo hinten in der Ecke? Das Grüne, das Große? Ja. Das ist Herbizid. Und hier kriegst du Saatgut. Nein, das Graue hinten, das Große. Es ist ein, da kannst du, ja, Häckselgut gleich in Silage umwandeln. Aha. So, ich gehe mal eben schon mal so ein bisschen anfangen mit dem Schweinefutter. Und wir ja auch wieder 9 Stunden drauf kriegen, Bosse? Diesmal mehr. Auf den Lader? Mehr kriegen wir da diesmal auf. 9 Betriebsstunden nur Schweinefutter hergestellt. Ja, 4 Stunden oder 5 Stunden haben wir letztes Jahr Schweinefutter hergestellt. Ja. Hier steht ein LKW mitten im Weg. Welcher LKW? Ah, dein Klaas. Ja, ich hab nur 2 Hände. Ich wollte jetzt erstmal eben hier düngen, dass der Helfer jetzt gleich wieder fliegen kann. Dass er tiefen Haken hier laufen kann. Auf Feld 4. Dann wollen wir mal wieder. Wenn du so nett wärst, könntest du auch noch eben ein paar Schaufeln restliche Getreide da reinkippen. In den Saatmaster. Wie viel müssen da noch rein?
Da muss noch Getreide, muss alles, was wir da haben jetzt. Also bis voll oder was? Ja, so, dass das ungefähr hinkommt. Da haben wir überhaupt gar nichts mehr im Lager. Doch. Wir haben noch genau 695 Weizen. Also und kann ich mir das auch klar. Nix. Null. Nada. Nix mit Saatgut herstellen. Gut, dann beim nächsten Mal. Wie sieht's aus? Soll ich schon? Oh ne, hast ja 20.000 drin, ne? Mhm. Jo, Freunde der virtuellen Landwirtschaft, das soll's aber für heute erstmal gewesen sein. Die Folge ist voll. Also die Folge, nicht wir. Hoffe ich zumindest. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr noch Fragen bezüglich der Hof Bergmann haben, die noch nirgendwo beantwortet wurden, schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.